herzlich willkommen zu einem neuen Umbau-Update. Im letzten Update meinte ich noch, diese Wand hier sei fertig. Aber ich habe da ein kleines Detail vergessen. Nämlich hier unter unserem Fenster, da hatte ich schon mal alles verlehmt, also mit Lehm aufgefüllt. Und habe dann anschließend aber dieses Fensterbrett hier gemacht. Und irgendwie ist währenddessen hier so ein Riss entstanden und dann habe ich das alles wieder rausgenommen. Und werde es jetzt nochmal neu alles auffüllen. In das Brett hier werde ich Schrauben reinmachen, damit es alles ein bisschen mehr Halt dann anschließend auch hat. Und ja, ich hoffe, dann wird kein Riss mehr entstehen. Und wenn, dann gehe ich da nochmal einfach mit Lehm drüber und hoffe dann, dass es etwas länger und etwas besser hält. Dem Ofenbauer haben wir nochmal eine Mail geschrieben, um zu fragen, ob es mittlerweile Neuigkeiten zu unserem Ofen gibt oder nicht. Eine Antwort haben wir noch nicht bekommen. Ich hoffe, im Laufe dieses Videos wird das noch passieren. Und es gibt Neuigkeiten oder ein Update zu unserer Sanierwoche, wo wir die komplette Woche durchsanieren werden. Und zwar wird die jetzt nicht wie erwartet Ende September stattfinden, sondern Anfang Oktober. Meinem Schwiegervater geht die Woche besser. Und ich habe auch nochmal in meiner Zyklus-App nachgeschaut. Ich glaube, mir geht es dann auch besser. Die Woche davor ist nämlich die beste Freundin zu Besuch. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde also erstmal hier auffüllen, solange der Boy mich lässt. Der ist nämlich diese Woche zu Hause. Wir wollten eigentlich noch eine Woche mit dem Bulli weiterfahren und Marius hat dann doch seinen Urlaub nochmal gecancelt, damit er mehr Urlaub halt für diese Sanierwoche hat und noch mehr Urlaub für Weihnachten. War uns dann tendenziell doch ein bisschen wichtiger. Natürlich sind solche Familienurlaube auch wichtig, aber wir hatten ja Innsbruck und das Bulli-Festival und genau. Aber zuallererst muss ich jetzt mal Lehm holen. Thank you.
Ja, ich glaube, ich bin in einer richtig guten Zyklusphase, weil ich bin die letzten Tage super motiviert und es geht steil bergauf. Ich hoffe, das bleibt für morgen auch noch. Morgen ist ja wieder sonniger Samstag. Und ja, was habe ich alles so getan? Ihr habt es zwar gesehen, aber dazu vielleicht nochmal ein paar Erklärungen. Ich habe ja einmal hier in der Nische, wo ja auch der Ofen davor kommt, nochmal so ein paar kleine Löcher aufgefüllt mit Lehm, die noch da waren. Und ja, heute bin ich dann nochmal hier mit meiner Stahlbürste drüber gegangen. Damit kriegt man die Steine nochmal etwas mehr zur Geltung. Wer sie noch mehr zur Geltung bringen möchte, dem würde ich empfehlen, sie zu ölen. Haben wir in der Waschküche so gemacht und dadurch leuchten sie nochmal um Welten mehr. Ich glaube, hier möchte ich das nicht tun, weil hier halt neben den Steinen oder die Fugen, die sind ja aus Lehm und da daneben kommt ja nochmal Lehm und danach hat der Lehm in den Fugen eine andere Farbe wie der Lehm in der Nische und ich glaube, das wird mir persönlich dann nicht so gut gefallen. Ich glaube, Marius macht sich über sowas keine Gedanken. Deshalb ja, habe ich da freie Entscheidung. Ich habe da unten ausgebessert, jetzt schaut der Kalk unten nicht so schön aus, aber da können wir, glaube ich, einfach nochmal drüber streichen und dann ist es auch okay so. Ist auch richtig toll geworden, finde ich, mit dem Nachbessern. Das liebe ich so an Lehm. Da kann man einfach immer und immer wieder nachbessern mit dem Schwammbrett drüber und dann schaut es wieder gut aus. Ich habe in der Ecke, weiß gar nicht, ob ich das noch mit der Kamera mitgenommen habe, habe ich noch mal ein bisschen alles etwas schöner gemacht. Das hat mir da nicht ganz so gut gefallen. Dann einen Rieseneffekt. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht schon zu dunkel dafür ist. Aber hier waren die Steine immer noch voll mit so einer Lehmschmiere. Die habe ich jetzt einmal mit Zahnpasta und Seife abgemacht. Und jetzt glänzen sie wieder schön. Genau, halt eben wie die Seite. Die habe ich gleich einmal mit abgewischt. Die hat auch eher so ausgeschaut wie die hier. Ich weiß gerade nicht, man sieht den Unterschied schon ein bisschen. Natürlich ist das auch noch nicht ganz trocken, habe das gerade eben erst gemacht, aber trotzdem haben die Steine jetzt eine einheitliche Farbe und nicht mehr so unterschiedlich. Dann habe ich ja hier den Türrahmen endlich mal gemacht. Ich glaube, das gefällt mir noch nicht ganz so gut, dass es hier auf der Seite so sehr freiförmig ist und auf der Seite, wo ja der Stahlträger war, ist das so komplett gerade. Vielleicht mache ich da noch mal ein bisschen Lehm drauf, damit es auch freiförmiger wird. Und hier im Flur mache ich... stimmt, im Wohnzimmer geht das Licht auch mittlerweile. Aber ja, habe ich jetzt hier die erste Schicht Lehm drauf getan. Da sieht man noch sehr arg die ganzen Ziegel durch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich glaube aber schon. Da sieht man so ein paar Rillen drin. Das ist halt von den Fugen, die dazwischen waren. Deshalb muss da unbedingt höchstwahrscheinlich morgen nochmal eine zweite Schicht drauf. Und jetzt geht's nach oben. Ich muss nämlich das Bad einmal komplett aufräumen. Marius möchte heute noch die Dusche von der einen Seite auf die andere Stelle stellen, damit ich da mich um die Steinwand kümmern kann. Er meinte, ich könnte die ja dann morgen verputzen oder verfugen. Aber ich bezweifle, dass ich das auf einen Tag hinbekomme, die komplett frei zu machen, abzubürsten, zu verfugen und ja, das Ganze bearbeiten nimmt halt immer so seine Zeit. Aber gehen wir einfach mal nach oben aufräumen. Mehr Aufgaben habe ich, glaube ich, für heute nicht mehr. Ach ja, hier kann ich euch noch zeigen. Hier bin ich nochmal mit dem Schwammbrett drüber und es schaut jetzt auch richtig schön aus. Ich werde da morgen nochmal, wenn das trocken ist, so mit dem Handschuh drüber fahren, damit diese ganzen Krümel hier runterfallen und man sieht vielleicht dann noch besser, wo ein paar Unebenheiten sind, aber aktuell schaut es, glaube ich, ganz gut so aus. Schritt für Schritt geht es weiter, wie ich immer sage, ne?
Und was finde ich mal wieder so ganz zufällig in der Wand? Natürlich ein Mäuseloch. Es ist mal wieder eins, was es in sich hat, weil, guck mal, wie weit ich mit dem Teil hier reinkomme. Einmal komplett. Also, es geht da richtig weit nach hinten und keine Ahnung, wie diese Gänge hier verlaufen. Ich werde jetzt nochmal überall hier so ein bisschen diesen Putz abnehmen und gucken, ob ich finde, wo das hinläuft. Und ob da nochmal so wie unten so ein Riesenabteil ist, wo die sich gesammelt haben. Naja, ich hoffe es nicht. Wobei irgendwie hoffe ich auch, dass ich es finde, damit ich es beseitigen kann. Beste Voraussetzung, um gut voranzukommen. Hallo am Saniersamstag. Ja, gestern noch aufgeräumt. Heute herrscht hier bereits wieder so ein bisschen Chaos. Aber ich werde mich heute der Wand da widmen. Deshalb steht die Dusche jetzt auch immer noch hier auf der Seite. Wenn ich dann mit der Wand soweit fertig bin, kommt die Dusche hoffentlich heute noch rüber. Und wir können uns der anderen Steinwand widmen. Ich hoffe, da sieht es dahinter nicht so gruselig aus mit den ganzen Löchern drin. Da ist auch überall mit diesem Putz, mit diesem hellen Putz hier aufgefüllt. Und teilweise habe ich da, man sieht es in der Kamera nicht, aber hier habe ich schon großen Stein rausgenommen, wo dahinter auch relativ viel Hohlraum ist. Ich werde jetzt auch so vorgehen, dass die Mischung, die ich mir hier anrühre, dass ich die etwas dickflüssiger mache, damit ich die so richtig schön immer weiter reinstopfen und reinstopfen kann. Weil wenn ich die zu flüssig mache, dann läuft die mir immer in die falsche Richtung. Werde ich jetzt mal behaupten, weil meistens gehen die Löcher eher nach oben als nach unten. Und dann kriege ich da hoffentlich so viel wie möglich aufgefüllt. Ich werde jetzt erstmal hier meinen Sack Trosskalk noch leeren und anschließend werde ich dann weiter mit diesem Ökoputz hier weiter verputzen und ganz oben drauf kommt eh noch eine Schicht Kalk. Da habe ich den Tipp von der lieben Anne von mit eigener Hand bekommen, dass wir doch einfach mit Kalk verputzen sollen und dann Wasserglas drüber streichen. Das habe ich auch alles bestellt. Ich hoffe, das kommt sehr bald an. Eigentlich war Lieferdatum von Anfang dieser Woche, glaube ich, ist aber nichts angekommen. Also wird das hoffentlich sehr bald passieren. Ich habe denen jetzt auch mal geschrieben, ob es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt oder so, weil da gar kein Update von der Seite kam. Naja, aber ich glaube, bevor wir das mit Wasserglas streichen können, haben wir eh noch so einiges zu tun. Und auch das Verputzen kann da noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Wir werden so vorgehen, dass wir hier oben lang die Wasserrohre verlegen werden. Also wir haben einmal von rechts, da kommen von unten die ganzen Zu- und Abwasserrohre. Die verlaufen dann einmal zu unserem Unterputzthermostat. Da haben wir einmal Warmwasser und auch einmal Kaltwasser. Die werden dann da natürlich geregelt und laufen da in dieser Wand nach oben und dann einen kleinen Teil durch die Steinwand, müssen wir noch gucken, wie wir das sauber hinbekommen, zu unserer Duschbrause bzw. unserem Regenduschkopf. Das gleiche haben wir natürlich auch nochmal bei der Badewanne und genau, das Abwasser läuft dann unten einmal hier grün eingezeichnet zu unserem Abwasserrohr, das auch von rechts aus der Wand rauskommt. Ihr merkt es wieder, ich rede gern. Ich drücke mich vor der nächsten Arbeit so ein bisschen. Ist nicht meine Lieblingsarbeit, da diese ganzen Löcher aufzufüllen, weil das so ein echtes Gefriemle ist. Viel Reden bringt nichts. Ich werde jetzt loslegen.
ihr lieben Leute, nach dem wohl langweiligsten Zeitraffer aller Zeiten habe ich unten ein anderes Zeitraffer laufen. Da probiere ich gerade was, was ich eventuell dann bei YouTube, bei Instagram zeige. Ich kann das vielleicht auch als Short hier teilen, mal schauen. Ihr seht es da oben oder ihr seht es auch nicht, weil alles nass ist. Aber ich nehme euch mal näher ran. So, hier oben sind überall diese Fugen aufgefüllt. Und hier, also ab der Höhe, nichts mehr. Und alleine für da oben diesen Teil ist ein kompletter Eimermischung draufgegangen. Also da hat richtig, richtig viel reingepasst. Und ich glaube, wenn ich da irgendwie was gehabt hätte, was das bis komplett nach hinten spritzen kann oder so, dann wäre auch noch was da reingegangen. Hier fehlen ja jetzt noch so ein paar Meterchen. Oder ja, ich glaube, es ist jedenfalls mehr als ein Meter, den ich auffüllen muss. Ganz da unten schaut es einigermaßen okay überall aus. Aber ja, verrückt, was alleine da oben alles reingepasst hat. Manchmal, da frage ich mich echt, wie dieses Haus überhaupt noch stehen kann. Guckt euch das an. Da ist einfach ein Riesenloch drin. Ich zeige es euch hier einmal mit Größenverhältnis. Also meine Hand kommt so weit. Ja. So viel Arm passt da rein. Bestimmt noch viel weiter. Aber ich habe irgendwie manchmal Angst, dass mir da doch noch irgendwie eine Maus entgegenkommt und in den Finger beißt. Naja, also. Also heißt es jetzt für mich hier abends nochmal eine Mischung anrühren. 9 Uhr haben wir es, aber ich möchte dieses Loch dazu haben, weil. Ja, irgendwie traue ich dem ganzen Ding hier nicht. Der Sonntag ist hier mal wieder kein Ruhetag. Ich möchte nämlich endlich diese ganzen Löcher hier zubekommen. Vor allem das oben, was ich euch gestern Abend noch gezeigt habe, das bereitet mir große Sorgen. Naja, über Nacht ist nichts zusammengefallen. Ich habe da aber auch einen Stein dazwischen gemacht, dass wenn das irgendwie sacken würde, dass es auf diesen Stein fällt. Hier unten ist auch noch ein recht großes Loch. Jetzt im Weitwinkel schaut es natürlich alles eher klein aus, aber ja, das hat es auch in sich. Da war ich gestern noch im Garten und habe mir nochmal ein paar Steine geholt, damit ich ja, das auffüllen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin einfach mal 3 Steine holen gegangen und diese 3 Steine passen einfach perfekt dahin. Ich glaube, ich habe noch die Übung drin von unserem Wohnzimmer unten. Da habe ich ja auch diese ganzen Verblendsteine da gemauert und ich denke mal ein Auge dafür entwickelt, welcher Stein wo gut reinpasst. Wie schon gestern, als ich mich vor der Arbeit gezogen habe, befürchtet, macht es sich sehr, sehr bescheiden. Ich habe jetzt oben teilweise mit der Spritze aufgefüllt. Wie gesagt, das kommt einem aber dann irgendwann entgegengelaufen und habe dann nochmal ein bisschen eine dickflüssigere Kalkmischung gemacht und dann das so richtig da reingestopft, habe nochmal Steine nachgestopft, die ich richtig da nochmal reingehämmert habe, so dass dieser flüssige Teil sich auch überall hin schön verbreitet. Ich hoffe, das ist jetzt zur Genüge aufgefüllt. Jetzt muss ich nur hier weiter nach vorne nochmal, aber die ganz kleinen Löcher, die sind alle, glaube ich, gut gestopft. Naja, bei dem oberen Teil, hier sieht man es, da ist nochmal ein größeres Loch, das geht auch recht weit nach hinten. Ich glaube, da unten jetzt aktuell so hinterm Besen ist auch nochmal ein größeres Loch. Und ich glaube, dann sind all die richtig großen Löcher, jedenfalls die, die ich gefunden habe, aufgefüllt. Genau, und dann schauen wir mal, wie es jetzt kommende Woche weitergeht. Übrigens, der Ofenbauer hat sich gestern, glaube ich, war das auch nochmal zurückgemeldet. Leider hat er punkto Lieferdatum noch immer nichts von unserem Einsatz gehört. Diese Ungewissheit nervt mich einfach. Wenn die jetzt sagen, okay, das verzögert sich nochmal um 2 Monate, ist es natürlich kacke. Aber wir wissen, dass es nochmal 2 Monate dauert. Wenn wir jetzt jede Woche einmal nachfragen und nachfragen und nachfragen und das zieht sich dann so lang. Ich glaube, das geht ein bisschen mehr dann irgendwie aufs Gemüt. Naja, aber ich kümmere mich jetzt mal wieder um diese wundervolle Steinwand. Thank you.
nach einem Tag Disneyland und einem Tag Erholung geht's ja auf der Baustelle wieder weiter. Ich bin immer noch dabei, diese ganzen Löcher aufzufüllen, aber es werden zum Glück immer weniger und nicht mehr. Das wäre auch, glaube ich, richtig blöd. Genau, und einen Tag bevor wir ins Disneyland gefahren sind, habe ich dem Ofenbauer nochmal geschrieben und ihm gesagt, dass diese Ungewissheit mich einfach verrückt macht und ob er uns nicht sagen kann, ob es Produktionsschwierigkeiten gibt oder genau um welchen Zeitraum es sich bei der Verspätung der Lieferung handelt. Und er hat zurückgeschrieben, dass alle Teile, also alle restlichen Teile, nächste Woche, also jetzt kommende Woche, ankommen werden. Da bin ich sehr gespannt, ob das klappen wird oder nicht. Und noch gespannter bin ich dann, wenn die Teile alle da sind, ob er auch gleich die Woche danach hier loslegen kann oder ob er da dann irgendwie nochmal Verspätung bekommt, keine Ahnung. Ja, das Blöde ist jetzt, wir haben die Sanierwoche doch wieder auf die letzte Woche September gesetzt und wenn er jetzt nach der Woche, nach der die Teile alle angekommen sind, hier anfangen möchte, dann ist es genau die Woche, in der wir hier Sanierwoche haben. Ist auf der einen Seite ganz gut, weil wir sind dann da, wir können gucken, was sie so machen und Marius kann da auch dann ein bisschen vielleicht hier und da mal was sagen, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn die Infos brauchen oder so. Der Nachteil ist aber, dass wir das so aufteilen wollten, dass Marius und sein Vater hier oben im Bad Wasserrohre und Strom und so weiter verlegen und dass ich hauptsächlich unten im Wohnzimmer noch so ein bisschen weiter verputze und eben diese ganzen Kleinigkeiten mache, die da noch gemacht werden müssen. Und irgendwie möchte ich dann aber nicht mit denen im gleichen Raum arbeiten, weil sonst stehe ich denen im Weg. Und ja, mal schauen. Vielleicht mache ich dann tatsächlich im Flur weiter, wobei ich beim Flur auch so ein bisschen Angst habe, im Weg rumzustehen. Naja, aber irgendwo werde ich bestimmt schon Arbeit finden und wenn es mal wieder was ist zum Umgestalten. Ich habe da nämlich schon wieder für unsere Ankleider eine Idee im Kopf. Also mal schauen. Vielleicht kommt er auch gar nicht die Woche danach. Dann sind diese ganzen Gedanken und Sorgen eh umsonst. Ja, Marius hat mir auch schon wieder hier so einen weiteren Sack Ökoputz nach oben gebracht. Den werde ich jetzt anrühren und dann werden wir schauen, wie schnell ich mit diesen ganzen Löchern hier in der Wand noch fertig bin. Ich schaue mir gerade so an, wir haben schon mega viel von diesen Säcken hier gebraucht. Eins, zwei, also ich zeige es euch da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube, das ist der 8. Der 8. 25 Kilo Sack. Also unterschätzt sowas nicht. Vor allem mit den Steinwänden unterschätzt sowas nicht. Nimmt immer mehr als die Quadratmeterzahl, die angezeigt wird, weil, keine Ahnung, hier geht einfach so viel Putz drauf, dass ich mittlerweile Angst habe, dass diese Kalkglätte, die wir haben, nämlich von einer lieben Instagram-Followerin abgekauft und ich meinte, wir bräuchten da nicht alle Säcke. Ich glaube, wir haben im Endeffekt 5 genommen oder so und sie hatte 8. Ja, ich befürchte irgendwie mittlerweile schon, dass das nicht reichen wird. Aber gut, es kommt ja auch noch, oh gutes Stichwort, es kommt ja auch noch Tadellack hier hin. Die Bestellung ist nämlich auch angekommen, endlich. Das heißt, das steht uns auch nicht im Wege. Dafür ist alles da. Ja, einmal Tadellack, einmal Kalk zum hier die Fugen verputzen. Dann hatte ich Wasserglas bestellt. Das ist Coco. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Aber jetzt wird losgelegt. Passt, oder? Uns die Tage im Baumarkt mal hier so eine Lichterkette geholt für unser Fenster hier oben und ich möchte jetzt mal schauen, ob die uns nicht zu hell ist. Der Vorteil ist bei der, glaube ich, die Stimba. Hier seht ihr es, die Stimba.
Dann können wir die so einstellen, wie wir sie haben wollen. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie das an der Stelle da harmoniert. Und ich hoffe, die Länge des Kabels reicht aus, dass ich sie bis dahin halt machen kann. So, die nächste Steckdose ist nämlich hier. Und ich schwenk mal rüber. Da. Da befindet sich das Fenster. Ich glaube, ihr könnt hier das Fensterbrett erkennen. Und jetzt schauen wir mal, ob das ausreicht. Einmal hier rein. Ich glaube schon. Also hier ist ja auch nochmal ein Kabel. There it is. Diese erstellen. Ich glaube, das kann man nicht hier einstellen, oder? Macht man da nochmal eine spezielle Fernbedienung, um die zu dimmen? Schneiden müssen wir es auf jeden Fall. Und dann machen wir hier so um dann. Ich gucke jetzt mal, ob ich es uns vom Wohnzimmer aus anschauen kann. Schauen wir uns. Jetzt ist sie wieder runtergefallen. Na toll. So, anfangs war ja die Idee, die von unten zu beleuchten. Aber da haben wir uns nochmal umentschieden. Aber ich glaube, von der Beleuchtung her geht das klar. Ihr seht es gerade, glaube ich, nicht so gut, weil der Flur noch beleuchtet ist. Licht im Flur ist aus und man sieht jetzt nur noch die... das Licht war die ganze Zeit aus. Okay, das ist doch schon ziemlich hell, weil ich dachte hier, wenn man da Licht sieht, dass der Flur noch beleuchtet ist, aber nee, die Leuchte im Flur ist aus. Okay, also jetzt finde ich hier so im Wohnzimmer stört es nicht. Es macht den Flur auch richtig hell, also ich würde mal sagen, es passt so. Wie man das noch dimmen kann, muss ich dann einmal nachschauen, weil ich habe das jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Joa. Können wir so nehmen, glaube ich. Ich zeige es euch nochmal vom Flur aus. Also hier ist schon richtig hell. Das schaut sogar in der Kamera recht hell aus. In echt noch mehr. Also da kann man echt mit dem bloßen Auge nicht reinschauen, ohne sich zu verblenden. Ich glaube, das wird ganz gut. So, ich wollte euch aber auch nochmal so ein bisschen die Bestellung zeigen, die angekommen ist. Also hier haben wir 20 Kilogramm Tadellack im Sack. Bin ich echt gespannt, ob das, was wir bestellt haben, ausreicht. Ich hoffe es zumindest. Genau. Tadellack. Davon haben wir, glaube ich, jetzt 3 Säcke genommen, wenn ich mich nicht irre. Im Tadellack soll ja nur die Trennwand von der Dusche und um die Badewanne rum gemacht werden. Ah, und am Waschbecken, genau. Müsste von der Quadratmeterzahl vollkommen reichen. Wir haben sogar etwas mehr genommen als vorgeschlagen oder als empfohlen. Mal gucken. Ich hoffe, wir müssen keinen Sack nachbestellen, weil, wie ich schon mal im letzten Video oder vorletzten Video erwähnt habe, die Säcke sind echt teuer. Ich habe jetzt hier einen billigeren gefunden als anfangs, aber trotzdem auch ja, nicht geschenkt. Sagen wir es mal so. Genau, es waren 3 Kisten Tadellack und hier habe ich nochmal Kalk zum Verfugen genommen. Ich glaube, da hatte ich 2 verschiedene und gucke dann, welcher uns mehr zusagt. Ich weiß auch nicht mehr genau die Eigenschaften. Müsste ich euch dann, wenn es soweit ist, einfach alles mal zeigen. Aber hier haben wir nochmal eine kleine Kiste. Einmal ist hier das Wasserglas. Naja, ist ein bisschen angebeult. Und dann habe ich hier nochmal so eine Quast, glaube ich, nennt man die, genommen, um das Ganze aufzutragen. Und hier haben wir nochmal, um halt den Tadellack nochmal zu behandeln, nachzubehandeln, punisches Wachs. Damit kann man das immer wieder nachbehandeln, immer wieder nachwachsen, wenn das irgendwie an Glanz verliert. Und da habe ich mir jetzt einfach mal so eine 800 Gramm Dose genommen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen und ja, wie oft wir das nachbestellen müssen dann mit der Zeit. Hier steht übrigens unsere Badewanne drin. Ich bin so froh, wenn die endlich steht. Wird hoffentlich in unserer Sanierwoche passieren, aber ich glaube, da sind meine Ziele wieder viel zu hoch gesetzt. Mal gucken, wie weit wir da kommen werden.
Oben im Ankleidezimmer habe ich dann auch noch, ich glaube, Olivenölseife oder irgendwie sowas stehen. Das ist dann auch, um den Tadellack zu behandeln und mal gucken, womit wir besser fahren. Und ja, das Wachs habe ich halt auch genommen, weil ich gelesen habe, dass man damit die Steine halt auch behandeln könnte. Also unsere Steinwand, wenn wir die wachsen, dann ja, dringt da auch halt weniger Wasser rein. Mal gucken, ob das mit dem Wasserglas gut klappt oder ob wir uns danach dann doch für das Wachs entscheiden werden. Fragen über Fragen, also wenn irgendwer da draußen Erfahrung damit hat, mit einer richtigen Steinwand in der Dusche, also nicht so eine nachgemachte, wo die Steine irgendwie ja, dickere Fliesen sind oder so, sondern eine richtige, richtige Steinwand in der Dusche, dann schreibt mir bitte unbedingt, das würde mich brennend interessieren, wie ihr das abgedichtet habt. Und bisher habe ich, wie gesagt, noch keine Videos oder Blogs oder irgendwas dazu gefunden. Immer wieder mal Bilder bei Pinterest oder so, wo man aber auch nicht genau weiß, ist es jetzt eine echte alte Steinwand oder ist es eine nachgemachte. Naja, aber so richtige Infoposts gibt es dazu nicht. Naja, dann gibt es vielleicht in einem Jahr oder so einen Infopost von mir darüber mit unseren Erfahrungen. Genau, ich bin sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird. Fenster zu, sonst schauen die ganzen neugierigen Leute, die hier vorbeigehen. Ich fühle mich ja mit der Kamera immer noch so ein bisschen beobachtet. Nach all den Jahren bin ich da immer noch nicht so ganz, dass ich das sehr gerne in der Öffentlichkeit mache oder so. Aber gut, hier im Haus ist das eine andere Sache. Hier rede ich ganz gerne mit euch. Und ja, ich wollte euch jetzt zum Ende des Videos hin nochmal so einen kleinen Raumschwenker machen, ein bisschen was erzählen, was hier noch so passiert ist. Genauso hier im Wohnzimmer wie eben auch oben im Bad. Wie man hier sieht, ich gehe mal etwas weiter weg. Es ist endlich aufgeräumt. Hier steht noch ein Eimer rum, der Baustellensauger und so. Aber ja, nichts, was so richtig im Wege rumsteht, wenn der Kaminofenbauer, wie auch immer, jetzt auftauchen wird, was er hoffentlich sehr bald tun wird. Hier auf der anderen Seite ist es nicht ganz so aufgeräumt, aber trotzdem hat Maris da schon jede Menge Zeugs weggeräumt. Die ganzen Kabeltrommel und so stehen nicht mehr hier. Ich finde es eh immer besser, wenn er das macht, weil wenn ich das wegräume, dann tue ich das meistens irgendwo in die Scheune hin und er hat in der Scheune so seine eigene Ordnung und meist bringe ich die dann durcheinander. Deshalb habe ich lieber, er macht das und ich kümmere mich eher so um die Hausordnung. Ja, ich habe, wie ich schon erwähnt habe, hier ein bisschen was probiert. Ich habe nämlich die Steine hier mit Seife, Zahnpasta und schlussendlich noch Essigreiniger einmal abgeputzt und abgewischt und ich finde es verrückt, wie die jetzt mehr zur Geltung kommen als die, bei denen ich es nicht gemacht habe. Allerdings finde ich, dass man, ja, ein Video. Oh, warte, ich muss noch. Soll man das verschwinden? Okay. Gehst du doch schon rum, ich komme. Genau, ich finde es krass, wie man das in der Kamera nicht so gut erkennt als in echt. Also irgendwie in der Kamera schaut das alles so ein bisschen einheitlich aus. Aber in echt sieht man da den Unterschied doch schon sehr. Nicht so sehr wie jetzt in der Waschküche, wo wir die ganze Wand geölt haben. Das macht natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt. Aber wie gesagt, das wollte ich nicht haben, weil der Lehm soll einheitlich mit der Lehmwand sein. Und ich habe keine Lust, die Lehmwand zu ölen. Sehe ich den Sinn auch nicht dahinter. Ja, ansonsten hat Maris hier nochmal so ein bisschen am Strom getüftelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jedoch, er wollte noch irgendwie was mit Internetanschluss machen. Dazu ist er nicht gekommen. Wird aber jetzt wahrscheinlich diese Woche passieren. Mal gucken. Aber wie ihr wisst, ist das nicht so mein Spezialgebiet. Aber gehen wir nach oben ins Bad. Da sind wir im Bad. Und ich bin mit der Wand, ich würde mal sagen, fertig. Komplett fertig natürlich nicht. Die muss noch schön verfugt werden mit dem Kalk, den ich euch bei den Paketen ja erwähnt habe, der da mit dabei ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe noch mal ein bisschen weiter gegraben und noch mal ein paar Löcher gefunden, die ich auffüllen muss. Der hintere Teil ist aber komplett fertig, so dass die Dusche tatsächlich hier rüber kann. Ich wollte aber, bevor Maris das tut,
nochmal da so ein bisschen mit Putz auffüllen, weil da sieht man die Ziegelsteine noch dahinter, dass es auf der gleichen Ebene ist wie der restliche Putz hier. Ja, und dann kann es auch schon mit der Wand vorangehen. Ich freue mich sehr nicht darauf. Wir haben uns jetzt mittlerweile hier auch schon immer mehr und mehr Gedanken um die Lichtplanung gemacht. Sind da auch, glaube ich, mal recht auf einem gemeinsamen Nenner. Nur bei der Umsetzung hatten wir verschiedene Optionen im Kopf. Mal gucken, wie es im Endeffekt wird. Aber Maris hat mir da eine Alternative genannt, die mir eigentlich recht gut gefällt, was unsere LED-Leisten hier oben angeht. Die werden wahrscheinlich so mit L-Profilen befestigt, an die wir dann anputzen werden, so dass die Leuchten so ein bisschen in der Decke verschwinden. Ich wollte eigentlich irgendwie so ein Teil hier drunter bauen und die dann darin verschwinden lassen, aber so können wir uns eigentlich den Schritt sparen, weil ja hier im Gegenteil zu unten in der Waschküche die Decke verputzt wird. Hier möchte ich dieses Sichtbeton nicht haben. Ich glaube, hier passt es nicht so gut zum Gesamtbild, weil das ja hier eher so in die mediterrane Richtung gehen soll. Und ja, einmal streichen wäre die eine Option gewesen, dann ist es noch so ein bisschen rustikal. Ich weiß nicht, ob man das rustikal nennen kann, aber noch so ein bisschen grob und dann angestrichen. Aber ich glaube, wir werden die Decke einfach einmal verputzen und dann ist es auch gut so. Genau, hier und da sind natürlich wieder jede Menge Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen. Um die Fenster habe ich noch nicht fertig rum verputzt und. Aber ja, das sind alles Dinge, die hoffentlich in der Sanierwoche passieren werden und wo wir dann hoffentlich da wieder einen guten Schritt weiter sind. Ich drücke uns da quasi selbst die Daumen, weil ja, das zieht sich alles wieder sehr viel länger, als wir dachten. Wenn ich mich so an die ersten Badezimmer-Sanier-Videos zurückerinnere, wo ich dachte, ja, so im September werden wir dann vielleicht fertig sein. Ja, mittlerweile hoffe ich schon fast, dass wir nächstes Jahr September fertig werden. Ich hoffe aber sehr, dass es nicht so lange dauern wird. Wobei wir uns unten in der Waschküche auch total verschätzt hatten, was das Zeitliche angeht, mit diesen ganzen Wasserrohren, mit der Elektrik, und dann kommt man immer nicht dazu, oder es ist mal wieder ein Wochenende, wo die Motivation einem fehlt. Und genau, wenn man da nicht Arbeiter hat, die sagen, dann und dann komme ich, und die tatsächlich dann auch kommen, wenn man das wirklich alles selbst machen muss und aus der eigenen Motivation heraus, dann ja, ist es manchmal nicht ganz so einfach. Aber ich würde mal sagen, nach über 6 Jahren Sanierung geben wir aktuell so wirklich unser Bestes. Ich bin tatsächlich aktuell immer noch motivierter als Marius, aber er geht halt auch 40 Stunden die Woche arbeiten und da fehlt einem am Ende des Tages dann so das gewisse Etwas, um da richtig loslegen zu wollen. Und an Wochenenden denkt man sich dann so, okay, jetzt möchte ich auch mal Pause haben. Wir bauen uns unseren persönlichen Stress ja irgendwie selbst auf, weil halt von außen kein Stress einwirken kann, dadurch, dass wir das selbst machen. Aber man ist irgendwann halt an so einem Punkt, wo man einfach fertig werden möchte und wo man einfach mal Pause haben möchte und sagt, okay, jetzt einfach mal für ein paar Jahre gut. Wir können uns wieder mehr um den Garten kümmern, wir können uns mehr um den Außenbereich kümmern. Aber alles so Step by Step, es muss nicht sein, es kann mal sein und man kann auch mal ein Wochenende wegfahren ohne schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, an den Punkt werde zumindest ich persönlich erst kommen, wenn ja das Bad, das Wohnzimmer und der Flur fertig sind und man nicht ständig, egal wo man hinschaut, immer so diese Baustelle vor Augen hat. Und unser Dachboden kann da noch etwas warten und den werden wir dann, wenn es soweit ist, wenn die Zeit gekommen ist, ausbauen. Aber ich glaube, dazwischen werden wir erstmal, zumindest was den Innenbereich angeht, ja, Pause machen und uns vielleicht dann in der Zeit außen drum kümmern, die Drainage ums Haus zu verlegen oder solche Kleinigkeiten. Ja, Fassade hat, glaube ich, nicht viel Sinn, bevor wir das Dach gemacht haben. Ihr könnt mir ja vielleicht mal dazu was sagen. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich denke, es macht mehr Sinn, erst das Dach neu zu decken, eindecken zu lassen und dann die Fassade zu machen. Aber ja, ihr könnt mir ja mal euren Input dazu geben. Das war's dann aber auch von diesem Video. In dem nächsten Video wird die Sanierwoche schon mit drin sein. Da freue ich mich sehr drauf.
Es kommt ja jetzt noch diese Woche, ist noch nichts und dann kommt schon die Sanierwoche, oder? Wow, der September ging echt schnell rum. Verrückt. Ja, ich freue mich riesig drauf und bin sehr gespannt, was wir da alles schaffen werden und hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Video und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!